Hallo und Hi. schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Video von mir und dem David, der ist auch dabei. Schön, dass ihr mich nicht vergessen habt. Dachte ich mir auch gerade. Es ist ja schon ein Weilchen her, dass das letzte Video hier kam. Ich glaube, das war die längste Zeit, wo du kein Video online gestellt hast auf deinem YouTube-Kanal seit... Ohne bewusst Urlaub zu machen, ja, weil zwischen immer. Weihnachten und Silvester kommt ja manchmal eine Pause. Ja, wir waren jetzt echt... Lang weg. Lang weg, ja. Was ist passiert? Warum war ich weg? Viel. Es ist so einiges passiert, deswegen dachten wir, wir setzen uns einfach nochmal kurz zusammen und quatschen ein bisschen drauf los und erzählen euch einfach, was die letzten Wochen bei uns so passiert ist. Ja. Ihr mögt es ja immer ganz gern, ein bisschen geupdatet zu werden. Das ist quasi ein auf einen Kaffee mit uns, aber ohne Kaffee. Dafür ist es zu spät. Es ist jetzt schon abends, als wir das filmen. Ich glaube, da wäre Kaffee nicht mehr so gut. Wir hätten uns einen Tee einschenken können, aber... Ja, wobei bei der aktuellen Situation Kaffee auch gar nicht so schlecht gewesen wäre. Wird auch nicht schaden. Ich glaube, so... Angefangen hat alles damit, dass in den letzten Monaten durch diese Homeoffice-Situation und auch dadurch, dass wir unser Büro gekündigt haben, das habt ihr ja mitbekommen. Genau, da haben wir das letzte Kaffee-Video gemacht. Genau, da haben ich. Wir auch ausführlich ja. drüber geredet, warum wir auch das Büro gekündigt haben und es war auch eine gute Entscheidung. Ja, auf jeden Fall. Zu dem Zeitpunkt. Also wir bereuen das nicht, dass wir das gemacht haben. Es war zu dem Zeitpunkt die beste Entscheidung, die wir hätten treffen können. Genau. Aber nach so Monaten des Umstrukturierens hier zu Hause, ich glaube, das ist auch so das erste große Problem, die ja. aktuelle Wohnsituation, denn wir haben hier wirklich, Gott, wir haben so viel hier umgestellt, ich kann es nicht sagen. Also wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann habt ihr das so ein bisschen mitbekommen, aber ich glaube, in der ganzen Phase, wo wir wegen Corona und der ganzen ja. Situation zu Hause waren, haben wir hier 6-mal oder so die ganze Wohnung Wenn's umgebaut reicht. Und es war jedes Mal ein totaler Kraftakt und Stressakt und immer einfach nur ein Versuch, so viel wie möglich aus dieser relativ kleinen Wohnung rauszuholen. Ich finde jetzt am Schluss betrachtet, haben wir es auch wirklich gut hinbekommen. Also ich glaube, wir haben so den effizientesten Lebensarbeitsrhythmus geschaffen, den ja. man aus dieser Drei-Zimmer-Wohnung hätte schaffen können. Aber es sind einfach so viele Komponenten dabei, die man einfach nicht durch irgendeine Möbellösung ja. wegkriegt. Und es geht einfach sehr viel Lebensqualität verloren, sagen wir es mal so. Ja, also wir haben es gut klar. hinbekommen, die Arbeit zu integrieren. Das ist nicht unbedingt das Problem. Wir schaffen es, unsere Arbeit hier zu Hause einzubinden. Aber es geht halt auf der anderen Seite Lebensqualität verloren. Nicht ja. nur für uns, sondern einfach auch für die 2 Kinder, muss man ehrlicherweise sagen. Jetzt am Schluss war es nämlich tatsächlich so, dass wir zu viert in einem Schlafraum schlafen. Wobei die beiden es ganz lustig finden. Ich glaube, für ja. Kinder ist es, das ist dann oft mehr so, dass die Eltern sich sagen, wir hätten es uns gern anders für ja. unsere Kinder gewünscht. Aber für Kinder ist es in dem Moment meistens einfach cool. So, wir schlafen ja. mit unseren Eltern in einem Zimmer und dann haben sie auch noch ein Hochbett bekommen, genau, was sie sich immer Hochbett gewünscht haben. Geholt, also an sich... Sie. Ist es eigentlich schon keine so schlimme Situation, aber ich glaube so in diesem Gesamtpaket, dass halt wir an allen Ecken und Enden zurückschrauben mussten ja. wegen der Wohnsituation. So, wir haben unserem Lebenskomfort zurückschrauben müssen, in dem, was wir für Platz haben, gibt es Rückzugsorte, ne? Gab es gar keine mehr. Nee. Und auch in dem Sinne von, wie arbeitest du, was hast du dir von deiner Karriere oder von deinen Zielen vor allem für 2020, die du dir die am Anfang des Jahres anders. Vorgenommen ja. hattest, was ist davon übrig geblieben und ich glaube, da ist einfach recht wenig übrig geblieben. Ja, eigentlich gar nichts. Wir haben uns ja komplett ja. neu, also komplett neue Ziele erschlossen, was nicht verkehrt ist. Also versteht mich nicht falsch, es ist nicht alles negativ. Es ist immer gut, einfach nochmal ein bisschen Abstand zu gewinnen. Ja. Das haben wir durch das, dass wir das Büro gekündigt haben und nochmal mit einem anderen Blickwinkel auf die Dinge zu schauen. Allerdings muss man auch einfach sagen, dass selbst wenn wir versucht haben, das so gut wie möglich zu lösen, wir einfach besonders die letzten Wochen gemerkt haben, dass diese Notlösung keine weitere dauerhafte ist. Also nee. Zumindest nicht bis ins nächste Jahr oder die nächsten Monate hinein. Auch deswegen, weil ihr habt es vielleicht mitbekommen, wir haben mit der Eingewöhnung im Kindergarten von Samuel begonnen. Ja. Und da ist eigentlich genau das Nach passiert, endlich. Was wir nicht haben wollten. Also ich glaube, Eltern können das ganz gut verstehen. So nach den letzten Monaten hat man sich schon sehr danach gesehnt, dass einfach wieder ein bisschen Normalität reinkommt. Also dass ja. einfach die Kinder morgens in die Schule oder in den Struktur. Kindergarten glaube ich, vor allem, ja. Genau. Und ja, wie es halt oft so ist, ne, bei unserer Eingewöhnung ist der Samuel krank geworden. Ja. Das Blöde war nur, dadurch, dass wir ja seit neuestem zu viert in einem Zimmer schlafen,
hat es uns alle erwischt. Also uns hat es einmal alle niedergestreckt. Wir sind alle krank geworden. Und zwar der David und ich sogar gleichzeitig. Hatten wir noch nie. Hölle, sage ich euch. Hölle. Das war auch der Hauptgrund, weswegen dann hier nichts mehr kam. Weil es einfach, also wie gesagt, uns beiden ging es sehr schlecht. Und deswegen kam dann nichts mehr. Ja, das war eigentlich auch so der Zeitpunkt, muss ich sagen, wo wir, glaube ich, beide gemerkt haben, dass ich was ändern muss. Absolut. Ja. Ich glaube so, vor allem so die letzten Monate war das für uns immer so eine Suche nach der besten Lösung, wie wir hier aus der aktuellen Wohnsituation das Beste rausholen. Ja. Wir schaffen es ja doch noch und es wird irgendwie klappen und wir stellen da einen Schrank hin und dann schieben wir das dahin und dann ist alles besser. Und dann hatten wir gedacht, wir hätten was gefunden und als dann wir alle gleichzeitig krank wurden, war das so, okay. Wir können es nicht beeinflussen. Nee, es muss sich was ändern. Ja. So, egal, wie sehr wir uns bemühen und wie klug wir denken, dass wir das jetzt hier umstrukturiert haben, dass wir noch effizienter arbeiten können, dass alles gut wird. Nee, wir müssen was ändern. Und das war dann mit dem, ich glaube auch so mit dieser Krankheit, dann, dass wir, vor allem, wir haben ja eine richtige Bronchitis gehabt, alle drei. Ärztlich übrigens abgeklärt. Aber das war einfach, da haben wir dann beide gesagt, okay, nee, jetzt reicht's. Das war's. Das war die Kirsche auf der Sahne. Das war das letzte Juhu, jetzt ist wirklich Schluss. Für dich war Instagram so ein bisschen noch da, aber das war dann einfach, YouTube ging dann gar nicht mehr. Nee, YouTube ging einfach gar nicht mehr. Und also ihr habt's gemerkt, hier war es sehr ruhig, auf Instagram zeitweise auch. Und wir haben uns einfach lange überlegt, was wir denn jetzt überhaupt machen. Also ganz klar ist ja auch schon, seitdem wir hier die Wohnung gesucht haben, dass wir eigentlich gerne uns privat wohnlich vergrößern wollen. Ja. Also das ist schon lange der Plan. Aber das geht halt auch nicht so von heute auf morgen. Nee, und das ist auch einfach schwierig, weil wir beide noch gar nicht so genau wissen, was denn überhaupt. Also wollen wir nochmal in eine größere Wohnung umziehen oder wollen wir eine Wohnung kaufen oder wollen wir ein Haus kaufen oder wollen wir ein Haus bauen? Was wollen wir überhaupt? Da sind wir einfach noch nicht ganz final entschieden, würde ich jetzt mal behaupten. Fast forward zu der jetzigen aktuellen momentanen Situation. Es wird sich einiges verändern müssen. Muss ich auch. Damit einfach wir beruflich nochmal, wie der David schön gesagt hat, die Kontrolle bekommen. Also ich brauche einfach mehr Planungssicherheit, nennen wir es mal so. Also es muss einfach alles ein bisschen besser aufgefangen sein, auch wenn privat was ins Straucheln kommt. Und auf der anderen Seite wollen wir einfach wieder ein bisschen mehr privat sein. Also einfach ein bisschen zu Hause einen Rückzugsort haben, Platz für die Kinder haben. Natürlich wollen wir uns privat wohnlich verändern. Also das sind alles Dinge, die angegangen werden müssen. Es verändert sich ganz schön viel. Es verändert sich sehr viel. Also nicht nur, dass sich jetzt so oder so dieses Jahr viel verändert hat, sondern jetzt bringen wir auch noch Steine ins Rollen. Einer der größten Steine, der ins Rollen kommen wird, ist natürlich auch mein YouTube-Kanal. Ihr wisst, aktuell kommt ein Video die Woche. Das wird aktuell noch so bleiben. Ich schätze mal über den Winter, bis so ein bisschen die neue Struktur reingekommen ist. Dann versuche ich wieder mehr Videos zu machen. Also ich werde nicht verschwinden. Es haben ja auch schon einige gerätselt, ob ich aufhöre mit YouTube. Ihr werdet mich nicht so schnell los. Dafür mache ich das Ganze noch zu gerne. Aber es wird einen kleinen Cut geben, und zwar was Klein- und Kurvig angeht. Ich habe euch ja vor kurzem mal in einem Video gefragt, ob ihr denn denkt, dass wir das Format behalten sollen, weil ihr habt ja mitbekommen, ich habe ja inzwischen, keine Ahnung, 12 Kilo oder so an Gewicht verloren und einfach diese Betitelung oder dieses Format Klein und Kurvig, habe ich gedacht, ist vielleicht schwierig in den Augen von manchen, wenn ich jetzt da stehe mit 10 Kilo weniger. Ja, du hast ja schon noch Kurven, aber ich glaube für vieles ist, die blicken halt nicht unter deine Klamotten, sehen dann, dass du echt schlank geworden bist und sehen dann halt nicht, dass du halt noch so ein bisschen Bauchschürze da hast und was dann man auch als Kurven definieren könnte. Vor allen Dingen auch Leute, die neu dazukommen und so, die kennen ja meine Geschichte nicht, deswegen dachte ich, ist das vielleicht ein bisschen schwierig. Mhm. Ihr habt dann gesagt, ihr seht das nicht so. Also ich glaube, als ich die Umfrage gemacht habe, waren irgendwie 96% der Leute dafür, dass wir klein und kurvig behalten. Ja, weil du halt dafür stehst, ne? Ja, weil ihr kennt mich so und ihr habt das ja auch alles miterlebt und ich finde das toll. Ich werde zumindest den Namen Klein und Kurvig nicht mehr weiterführen. Das ist eine Entscheidung, die sehr lange gedauert hat zu treffen. Also ich habe lange überlegt, ob ich es weiterführen soll oder nicht. Aber es gibt verschiedene Gründe, warum ich es einfach nicht mehr unter dem Namen weiterführen möchte. Zum einen, weil ich, wie gesagt, es schwierig finde, immer wieder nach außen hin kommunizieren zu müssen, warum Klein und Kurvig. Also es ist einfach schwierig, finde ich, wenn neue Leute dazukommen, die sehen mich dann da stehen,
erschlankt, sage ich jetzt einfach mal, und verstehen gar nicht, wo das herkommt. Auch die ganze Body Positivity Bewegung hat einfach andere Formen angenommen auf Social Media, das muss man auch dazu sagen. Deswegen habe ich mich bewusst dafür entschieden, den Namen nicht mehr zu benutzen, aber ich werde natürlich weiterhin Modevideos machen. Die Information hätten wir am Anfang gebraucht. Okay, ich habe euch zu lange auf die Folter gespannt, es tut mir so leid. Also es wird kleinen Kurvig in der Form, wie es da gewesen ist, noch geben. Aber nicht mehr unter dem Namen. Ja. Aber das ist ja nicht schlimm, weil es gibt ganz viele spannende Ideen, die ich so mitbekommen habe, die dahinter stecken. Das heißt, es wird eigentlich nur noch interessanter und spannender für euch. Und vor allen Dingen vielleicht auch für eine breitere Masse. Mit derselben Philosophie dahinter, nur halt einfach nicht mehr so diesen plakativen Namen. Genau. Ich möchte immer noch authentische Modevideos machen, das, was ihr alle so schätzt. Also ich werde nicht jetzt das neue Model. Everybody is perfect. Genau. Ich werde jetzt nicht das nächste Model sein, was dann da steht und nur noch coole Posen macht und nicht mehr authentisch ist. Das bin ich auch nicht. Das bleibt so. Aber der Name Klein und Kurvig wird gehen. Eine Ära geht zu Ende. Das Video ist irgendwie nur schlecht, habe ich das Gefühl. Okay, willst du es mal positiv machen? Vielleicht. Ja, also wir haben euch ja schon eine positive Perspektive gegeben, mit dem, dass auf jeden Fall wieder mehr Videos hier kommen werden auf dem Kanal und dass du auch weiterhin Fashion-Videos machst und sogar, glaube ich, ganz viele weitere Projekte angehen willst im Fashion-Bereich, die so spannend sind. Ja. Gucken, okay, also Bewegen uns in neue Gefilde, dass auf jeden Fall da ganz viel Neues passieren wird, wenn wir wieder die Struktur zurück haben. Und jetzt zu dieser Struktur ist es eigentlich ganz witzig, denn als wir dieses Video geplant haben zu drehen, vor einer Woche ungefähr, vor ungefähr zwei Wochen oder eineinhalb Wochen, als wir ständig dann krank wurden, war die Welt noch ein Chaos für uns. Ja. Und seit gestern ist die Welt kein Chaos mehr. Es gibt wirklich ein Licht am Ende des Tunnels. Genau, und zwar haben wir ein neues Büro gefunden. Tada! Und Leute, ich sag's euch. Und zwar von 0 auf 100 irgendwie, ne? Der David hat das Büro im Internet gesehen, hat am nächsten Morgen eine E-Mail geschrieben, eine Stunde später kam ein Anruf, nochmal eine Stunde später und es war so spontan, dass ich sogar auf Instagram gesagt habe, okay, wir müssen jetzt aufhören, Fotos zu machen, weil wir müssen spontan zu einem Termin, haben wir diese Wohnung besichtigt und haben direkt vor Ort die Zusage bekommen und zwar gestern für uns gestern. Und es ist wirklich ein Traum von Wohnung. Ja. Es ist eigentlich eine Privatwohnung, in der man leben kann. Könnte, ja. Könnte, aber sie passt für uns als perfekt, Büro. Ja. Also es wird heimelig und wohnlich und sehr privat und ich freue mich riesig drauf, dass es einfach wieder die Möglichkeit für uns gibt, einen Ort zu haben, an dem wir Arbeit und Beruf trennen können. Und ihr wisst ja, wir haben auch Mitarbeiter, dass wir einfach auch wieder zusammenarbeiten können, sofern keine Lockdowns mehr kommen. Aber wir schaffen es auch einfach wieder im Team zusammenzukommen. Das habe ich so vermisst, das letzte fast Jahr. Also da freue ich mich einfach unwahrscheinlich drauf. Und jetzt kommt noch die Kirsche auf der Sahnehaube. Ab wann sind wir da? Nächste Woche. Ab nächster Woche! Ah, wir bekommen einfach morgen Nachmittag schon die Schlüssel und dürfen und dann schon rein. Dann gibt es natürlich auch ganz viel Informationen und Bilder und Videos dazu. Das und Dekoration und also, Traum. Von ganz weit unten geht es jetzt allmählich wieder hoch. Und Ich glaube, da sind jetzt vielleicht einige verwirrt. Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe. Es stört ja immer so viele. Aber ich habe auf Instagram schon Nachrichten bekommen, dass ihr denkt, wir haben ein Haus gefunden, privat. Wir haben tatsächlich lange überlegt, ob wir denn wieder Büro mieten sollen oder einfach uns privat vergrößern sollen. Ja. Aber ich glaube, aktuell ist einfach die logischere Konsequenz, dass wir erstmal wieder das Berufliche aus dem Privaten rausholen, wieder mit unserem Team zusammenkommen, Zeit eine Struktur haben. Finden. Genau. Und dann Zeit haben, privat das Richtige zu finden. Ne? Ja. Weil, wie Hausbau gesagt, findet man nicht innerhalb von einer drei man kann Wochen. Halt nicht innerhalb von einer Woche ein Grundstück kaufen oder ein Haus kaufen. Das braucht ein bisschen Zeit. Und das gibt uns einfach in unserer privaten Wohnung nochmal die Zeit, da länger zu bleiben. So. Ja. Ja. Das waren eigentlich so die spannendsten Neuigkeiten. Ach so, was ich von euch noch wissen möchte, wenn ihr Lust habt auf eine Roomtour aus dem neuen Büro, wenn wir dann drin sind, ich schätze mal so in ein, zwei Wochen, dann schreibt mal in die Kommentare hier unten, kommentiert mal. Mit irgendeinem Emoji. Ja, was für ein Emoji? Ich glaube, es gibt ein Sofa-Emoji, irgendwie sowas, ein Sofa oder Deko oder irgendwas Häusliches. Dann machen wir eine schöne Roomtour aus dem neuen Büro. Wir werden auch diese Wohnung hier wieder komplett umstellen, weil ja dieses Arbeitszimmer dann rausgeht. Ich freue mich so drauf, dass ich schon wieder Kleiderschränke durch die Wohnung schieben darf. Yay! Und ich alles tragen darf. Ja. Oh. Aber dann ist wenigstens immer alles sauber. Ich freue mich vor allem auf den spannenden neuen Mode-Content, yeah, von dem ihr noch nichts wisst, aber ich alles kenne.
Der ist immerhin alles eingeweiht. Hier die Quelle. Schreibt einfach dem auf Instagram, weil der kriegt nicht so viele Nachrichten. Der erzählt euch dann alles. Also, wenn ihr diesen spannenden neuen Content, der bald kommt, wenn wir unser neues Büro haben und dann endlich wieder Struktur hier reinkommt, sehen wollt, abonnieren, einen Daumen nach oben geben und ja, auch vielleicht auf Instagram folgen, weil da werdet ihr dann den ganzen Umzug live miterleben, weil so mit der Kamera begleiten tun wir das nicht. Nee, also wir werden keinen Umzugsvlog machen, aber das begleiten wir natürlich auf Instagram. Aber wir machen gerne eine Roomtour, wenn das Ganze fertig ist. Und dann kommen natürlich von da die neuen, nicht mehr klein und kurvig, aber die neuen Fashion-Videos. Wir brauchen dann auf jeden Fall noch einen neuen Namen für ein neues Format. Aber genau, da gucken wir dann. Ne? Wenn euch dann ein Name einfällt, könnt ihr irgendwas reinschreiben. Und wenn ihr bis hierhin drin geblieben seid im Video, gönnt euch mal eine Schokolade. Oh ja, das mache ich jetzt auch. Ich wünsche euch einen schönen Abend oder einen schönen Tag oder einen guten Tag, guten Morgen, wann auch immer. Wann immer ihr das Video schaut. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal Video. Ich lasse nicht mehr so viel Zeit vergehen, versprochen. Und ich freue mich auf euch. Bis nächsten Sonntag. Tschüss.